Hi du, was geht? In diesem Video lernst du, wie du immer weißt, was du sagen sollst. Was soll ich eigentlich sagen? Ob es jetzt auf einem Date ist, beim Ansprechen ist, grundsätzlich im Austausch mit Frauen, haben viele Männer die Frage, worüber soll ich sprechen? Und vor allem auch die Angst davor, was ist, wenn peinliches Schweigen kommt? Ich würde jetzt gar nicht so gerne darauf eingehen, oder ich will überhaupt nicht darauf eingehen, über welche Themen du reden solltest, weil das ist nicht das Ding. Viele denken, okay, ich muss einfach ein Thema mir zurechtlegen. Nein, nein. Wenn du dir Themen zurechtlegst, dann bist du wie ein Roboter. Weißt du, dann versuchst du irgendetwas schon im Vorhinein zu planen, aber Dates sind viel, viel mehr als das. Dates sind viel dynamischer als das und das funktioniert einfach nicht. Und was du machen solltest, ist, mal zu gucken, oder was wir jetzt gemeinsam in diesem Video machen, ist zu gucken, wo kommt das denn überhaupt her, diese Sorge? Weil eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinen Kumpels redest, dann weißt du immer ganz genau, was du sagen sollst. Du weißt ganz genau, worüber du reden möchtest. Weil es ist nie ein Problem. Ihr seid einfach im Vibe und du sprichst einfach die Dinge aus, die du denkst. Und da kommen wir auch zu dem Problem. Weil auch auf einem Date hast du Dinge in deinem Kopf, die du sagen möchtest. Und dann hast du folgendes Problem. Nämlich dann kommt dein Kopf und sagt, nein, 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 das kannst du jetzt nicht sagen. Wenn du jetzt das sagst, dann wird sie denken, du bist komisch und was auch immer. Aber in welche Gedanken gehst du dann rein? Weißt du, du sitzt dann da und denkst so, oh, das kann ich nicht sagen. Und dann denkt sie, dass ich dumm bin und was auch immer und dann bin ich komisch. Und das Ding ist, weil du dich dann darauf fokussierst, komisch zu sein oder nicht komisch zu sein, übrigens dein Gehirn kennt kein Nicht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, denk nicht an einen rosa Elefanten, an was denkst du jetzt gerade? Genauso ist das, wie wenn du deinem Gehirn sagst, ich will jetzt nicht komisch sein. Und dann wirst du komisch as fuck. Und mir ist es sehr, sehr oft passiert, glaub mir. Und jetzt ist die Frage, okay, was solltest du denn eigentlich machen? Ja, sag einfach das, was in deinen Gedanken ist. Weil das, was in deinen Gedanken ist, bist du. Und du solltest dich nicht verstellen. Das heißt, wenn du genau das sagst, was in deinen Gedanken ist, erstens, du weißt immer, was du sagen solltest. Du fühlst dich gut, weil du einfach mit dem Vibe gehen kannst. Du kannst einfach Späße machen und dein Ego und deine Sorgen an der Seite lassen. Und das Dritte ist, du gibst dir die Möglichkeit, Frauen kennenzulernen, die dich wirklich mögen. Weil, wenn die Frauen das geil finden, was du sagst, wenn du einfach du selbst bist, wenn du einfach sagst, was in deinem Kopf ist und die dich geil finden, dann weißt du, die mag dich wirklich. Die liebt dich wirklich. Das ist nicht, die liebt nicht, was du gerade davor gibst oder welche Themen, die du dir zurechtgelegt hast. Die liebt dich. Und ist das nicht geil? Ist das nicht geil, dass du endlich Frauen kennenlernen kannst, die du richtig interessant findest und die dich interessant finden? So, das ist doch das, was du die ganze Zeit wolltest. Und deswegen ist es ganz einfach. Hör auf deine Gedanken und sei du selbst und dann wird alles funktionieren. Du wirst dich nie wieder fragen, was du sagen solltest. Die Frage wird nie wieder aufkommen. Was ich noch dazu sagen kann, ist, wenn du jemanden findest, mit dem die Konversation trotzdem zäh ist, dann hör auf, mit ihr zu sprechen, weil dann ist es nicht richtig, dann habt ihr keinen Vibe. Denk nicht, dass das dann an dir liegt. Wenn du selbst bist und alles das aussprichst, was du sagen möchtest, dann hast du deinen Teil erfüllt. Dann bist du lustig, dann bist du cool, dann bist du frei. Dann ist sie einfach weird und dann akzeptier das auch. Akzeptier, dass sie weird ist in der Situation. Und ja, viel Spaß mit den Erkenntnissen. Ich schreib gerne mal in die Kommentare, was du hieraus mitgenommen hast, wie du es auch umsetzen möchtest und was du machst. Und ja, freut mich, dass du bis hierhin geguckt hast. Wenn du gerne mal mit uns quatschen möchtest und wir gemeinsam, du mal ein direktes Gespräch mit uns haben möchtest, guck mal in der Beschreibung, da haben wir was für dich. Und klick gerne auf die Glocke, klick auf Abonnieren, lass uns ein Like da, alles Mögliche. Ich freue mich drauf. Mach's gut, ciao.